Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen in der Weihnachtswoche. In kaum einer Woche des Jahres spielen Emotionen so eine große Rolle wie in dieser Woche. Und jedes Jahr erlebe ich es neu, ich bin dünnhäutiger als sonst. Mich schmerzt das Unglück von Mensch und Tier mehr und ich rege mich mehr auf über Gewalt oder über die Dummheit. Ich will mich verkriechen, ich will mir die Kapuze über den Kopf ziehen und von Corona gar nichts mehr wissen. Draußen ist es dunkel und von weißer Weihnacht keine Spur. Für viele Menschen ist Weihnachten auch ohne Corona, sagen wir mal, anspruchsvoll. Wann, wo, wie und mit wem und in welcher Zusammensetzung feiern wir? Ja, feiern wir überhaupt? Geschenke, ja, nein, wie, per Post? Familienidylle oder Familienchaos? Und im Fernsehen, was schauen wir? Ist es Drei Nüsse für Aschenputtel, The Crown oder Ben-Hur? Die zwei biblischen Geschichten, die von der Geburt des kleinen Jungen erzählen, von Jesus, wissen noch nichts von einer sogenannten heiligen Familie, die man an Weihnachten so gern heraufbeschwört. Ein junges Mädchen wird schwanger, das Kind ist nicht von Josef, er bleibt trotzdem bei ihr. Sie sind nicht verheiratet und im Moment der Geschichte sind sie unterwegs. Sie haben kein Kissen und kein warmes Wasser. Haben sie eigentlich etwas zu essen? Davon steht nichts, dafür aber von Windeln und von einer Futterkrippe, von Hirtinnen und Hirten und auch von Geschenken, die die Magier bringen. Die wahrscheinlich erschöpfte Maria stillt das Kind und lauscht. Von dem, was sie hört, was ihr erzählt wird, versteht sie noch nicht viel. Sie sieht den Glanz am Himmel. Sind es vielleicht Engel? Sie spürt die Nachtluft und sie schweigt. Es ist kein Wort von ihr überliefert. Und trotzdem spürt sie das Wunder. Ich habe zwei Kinder geboren. Eins am späten Nachmittag im Dezember. Eben ging die Sonne unter und ein anderes in einer warmen Augustnacht. Und mein Mann sah auf dem Heimweg vom Spital einen Stern am Himmel, wahrscheinlich die Venus. Kinder sind ein Geschenk, sie sind eine Herausforderung. Sie sind eigentlich ein Wunder, so sagt es mein Vater immer. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt spricht von der Natalität, vom Wunder des Geborenseins. Ja, das kommt nirgends schöner zum Ausdruck, sagt sie, als in den Weihnachtsoratorien, wo immer wieder gesungen wird, uns ist ein Kind geboren. Ich wünsche euch Freude an eurer Natalität, an eurem Geborensein und ein bisschen Glanz auf der Stirne. Eine Ahnung von Hoffnung und Neubeginn, auch wenn er noch so klein ist. Ja, und wir freuen uns, euch einladen zu dürfen, nicht zu einem Gottesdienst an Weihnachten, sondern in unser offenes Weihnachtshaus, zu uns in die Kirche. Frank und ich sind da, erwarten euch mit dem Weihnachtssegen und vielleicht einem Glas von etwas Heißem, das ihr mitnehmen könnt. Ja, wo immer ihr seid gesegnet. Seid ein Segen in dieser Weihnachtszeit.